Herr Baumgärtel, jetzt hat der Angeklagte ja heute schon ein umfassendes Teilgeständnis abgelegt. Was ist denn für Sie noch zu erwarten? Was können Sie noch rausholen? Also ich sehe nicht, dass es ein Teilgeständnis war, sondern der Angeklagte hat hier eingeräumt, dass er an diesem Tag emotional äußerst aufgeladen hier diese Messerstiche gesetzt hat. Er hat natürlich nicht die volle Anzahl angegeben, weil er hier Erinnerungslücken geltend macht, aber dass er hier an der Tötung der Geschädigten beteiligt war, ist offensichtlich. Jetzt zeichnet sich aber eher ein Bild von Affekthandlung, wenn man seinen Beschreibungen glaubt. Das widerspricht ja dann doch der Anklage. Das habe ich von Anfang an gesagt, dass ich hier das Mordmerkmal nicht als erfüllt sehe, so wie es die Staatsanwaltschaft gesehen hat. Für mich stellt es sich allenfalls als einen Totschlag dar, der, wie Sie richtig sagen, in einer Affekttat zu sehen ist. Herr Miller, jetzt hat der Angeklagte ja schon ein umfassendes Teilgeständnis abgelegt. Was sagen Sie dazu? Ja, das Geständnis des Angeklagten deckt sich weitgehend mit dem, was er bereits bei der Polizei und beim Ermittlungsrichter abgegeben hatte. Es ist auch hier jetzt bestätigt, bisher durch die Beweisaufnahme, soeben durch die Sachverständige Dr. Anzlinger. Insofern ist es glaubhaft. Können Sie sich auch vorstellen, dass vielleicht die Anklage sich nochmal ändert in Bezug auf Körperverletzung mit Todesfolge oder Totschlag? Also Körperverletzung mit Todesfolge gehe ich nicht davon aus, denn beim Tötungsvorsatz wird man sicherlich bleiben. Möglicherweise schwenke ich um auf einen Totschlag, aber das werde ich mir noch genau überlegen im Laufe des Verfahrens.